Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr seht, liegen hier mehrere Bastelobjekte und ihr bekommt auch für alle eine Anleitung. Allerdings passt das nicht alles in ein Video rein. Deswegen nehme ich jetzt eine Einleitung sozusagen auf. Die werdet ihr vor jedem der drei Videos, es werden drei Videos, sehen. Und ja, ich habe hier einmal eine Ziehverpackung. Das ist eine Box mit einem ganz speziellen Effekt. Den zeige ich euch in dem Video, wo ich die Anleitung für die Box mache. Nicht verpassen, das ist genial. Habe ich noch nie vorher gemacht. Dann eine Serviettenverpackung und eine Karte mit den neuen Stanzformen von Stemming Up mit dem Drehen. Und ihr bekommt, wie gesagt, drei Videos. Diese zwei Verpackungen sind in einem Video und für die Karte ist es ein extra Video und für die Box ist es ein extra Video. So, im heutigen Anleitungsvideo geht es um die Box. Das ist jetzt das letzte Video, ist aber auch das aufwendigste Projekt. Das Video ist, sagen wir mal, nicht fehlerfrei, weil ich das ja das allererste Mal vor der Kamera gebastelt habe. Ich hatte keinen Prototypen. Und ich lasse euch trotzdem dran teilhaben. Ich hoffe, ihr findet es witzig, was ich da alles so für Blödsinn anstelle. Und so wie bei meisten Bastelvideos finde ich es ratsam, wenn ihr euch das vorher einfach mal im Ganzen anschaut und euch dann merkt, an welchen Stellen ihr es vielleicht besser machen könnt als ich. Ja, also das ist jetzt eine Box. Das ist keine Explosionsbox wie sonst, wo dann die Seitenwände runterklappen, sondern die ist tatsächlich geschlossen. Ich habe sie dekoriert für einen kleinen Jungen, wie man unschwer erkennen kann. Und die hat einen ganz besonderen Mechanismus drin. Und den blende ich euch jetzt einfach mal ein. So, jetzt habt ihr gesehen, was das für eine Sauerei, aber auch für einen Spaß macht. Und das Ganze ist sozusagen eine Konfetti-Schleuder. Diese Anleitungen, also da gibt es ja jede Menge. Meistens findet man diesen Mechanismus in Karten. Ich habe also ganz viele Anleitungsvideos gesehen. Eine Anleitung war von Stempelitis, glaube ich. Falls ich es nicht richtig sage, also ich schreibe es euch oben hin. Und die hat das mit einer Pizzaschachtel gemacht, also so einem kleinen Pizzakarton. Das ist natürlich nicht so kompliziert, wie ich das hier gemacht habe. Ich musste ja extra noch eine Box dafür entwerfen, weil ich habe was verpackt. Und ja, da habe ich mir ein paar Maße rausgezogen und ein paar Tipps und auch aus anderen Anleitungen. Und wenn ihr Lust habt, das zu basteln, dann schaut euch das Video an. Und wenn ihr die anderen beiden Anleitungen sehen wollt, die verlinke ich euch da jetzt nacheinander unterm i. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann könnt ihr gleich unten auch noch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer kostenfrei informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn euch das Video trotz der ganzen Pannen gefällt, dann würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen und über Kommentare freue ich mich auch immer. Und jetzt viel Spaß beim Basteln. So, dann legen wir doch mal los mit der Box. Ich habe mir hier wieder ein bisschen was aufgezeichnet, denn ich will ja was verpacken. Und zwar diesen kleinen Bagger. Bagger-LKW, keine Ahnung, wie man das nennt. Kleine Jungs wissen das wahrscheinlich viel besser. Oder große Jungs. Und dafür habe ich mir jetzt natürlich abgemessen, wie viel Platz ich brauche. Ich möchte es dann diagonal reinstellen in die Box, weil sonst hätte ich ja so eine unförmige Box gehabt, wie so ein Rechteck. Wäre auch gegangen. Ja, aber ich wollte es dann doch eher quadratisch haben. Ich weiß gar nicht, warum. Und da rausgekommen ist also eine Grundfläche von 9x9 cm. Ich glaube, ihr seid viel zu weit weg. Ich heb's mal hoch. So. Diese Box soll nicht aufklappen, wenn ich den Deckel aufmache.
Das hat den Grund, dass sich darin dann noch der zusätzliche Mechanismus verbirgt, nämlich die Konfettischleuder. Und deswegen mache ich sozusagen als erstes das Grundgerüst von der Box und das wird auch zusammengeklebt. Den Deckel, den machen wir ein bisschen anders. Nicht so diesen typischen Deckel, den man oben runter nimmt, sondern ich möchte einen Deckel, den man aufklappt. Weil ich mir vorstellen kann, dass das sonst mit diesem Konfetti der Effekt schon verpufft ist, wenn man dann endlich Sicht darauf hat. Weil der Deckel hat ja dann auch noch so eine Kante, die man hochheben muss. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. So, also möchte ich, dass man das aufklappen kann. Und wir brauchen natürlich ein Innenleben, wo wir die Schleuder drauf befestigen. Wir brauchen ja ein bisschen Druck, der da aufgebaut ist, damit es dann auch rumschleudert. Das ist doch die Skizze für für den Mechanismus. Und ja, also wir haben ein bisschen was zu tun. Und wir fangen gleich an. Ich habe mir ein bisschen Designerpapier ausgesucht. Ich möchte nämlich außen diese Box, ich habe noch so Aufkleber gefunden, passend zu diesem hier, mit entsprechenden Fahrzeugen hier verzieren. Also brauche ich natürlich einen etwas neutralen Hintergrund für außen an der Box, damit man diese Aufkleber auch sieht, ja? Also wenn es dann sowas ist, geht es ja voll unter. Deswegen habe ich mir für außen jetzt sowas ausgesucht und habe mir noch ein paar andere Designs. Also innen drin soll es natürlich auch nicht nackig aussehen. Habe ich mir dann sowas ausgesucht hier. Das soll innen sein, auch wenn das nicht aufklappt, die Wände. Ich war noch am Überlegen. Ich wollte erst das hier nehmen als Basis für den Deckel und auch innen drin. Aber vielleicht verwirrt das zu sehr mit dem Konfetti und dann dachte ich, ich nehme sowas. Dann fällt das mit dem Konfetti vielleicht sogar ein bisschen mehr auf. Ich weiß es nicht. Das sind so meine Gedankengänge hier. Genau. Und daraus mache ich dann vielleicht den Umschlag. Das passt doch, ne? Konfetti, Umschlag. So. Und deswegen, aufgrund dieser ganzen Farbkombis, habe ich mir gedacht, Marineblau könnte ganz gut dazu passen als Farbkarton und den nehmen wir jetzt. Ihr könnt natürlich, je nachdem, was ihr dafür eine Box macht, euch ein ganz anderes Farbkonzept überlegen. Vielleicht ist es ja nicht sowas, was ihr verpacken wollt, sondern was anders. Gesehen habe ich die Anleitung. Also es gab ganz viele Anleitungen. Ich habe mir sehr viele angeschaut. Jennifer Maguire und verschiedene andere und Stempelitis, glaube ich, hat so eine Pizzaschachtel genommen dafür. Da habe ich dann so ein bisschen die Idee dafür gehabt, wie ich das in diese Box integrieren kann. Ich mache es jetzt ein bisschen anders, aber wenn ihr so einen Pizzakarton habt, dann könnt ihr euch natürlich jede Menge Arbeit sparen. Dann braucht ihr nämlich nicht so eine Box basteln und so eine Mechanik, dass das dann alles passt. Ich hoffe, das haut auch so hin. Ich habe ja kein Probeexemplar. So, als erstes haben wir hier ein Maß von 27 mal 27. Das wird die Box. Und die falzen wir uns jetzt. Deswegen legen wir mal alles zur Seite und wir brauchen das Falzbrett. Und als allererstes, so, ich hoffe, ihr seht das alle, haben wir sozusagen zwei Falzlinien, also immer bei 9 cm. So, ich lege es an. Ist also völlig egal jetzt wo, weil es ist ja ein Quadrat. Bei 9 cm und dann falzen wir und schieben das weiter zu 18. So. Jetzt haben wir hier diese zwei. Und jetzt drehen wir uns das einmal rum. Die Falzlinien sind jetzt hier und machen das ganz genauso bei 9 und bei 18. So. Und bei einer reinen Explosionsbox wären wir jetzt schon fertig mit dem Falzen. Da würde man einfach hier die Ecken rausschneiden und gut ist. Aber wir brauchen ja Klebelaschen. Und ich habe mir jetzt gedacht, es ist am einfachsten, wenn wir das tatsächlich nur in einer Linie machen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier zusätzliche Falzlinien bei 1 cm zusätzlich nochmal. Wir suchen uns also jetzt hier, egal welche Seite aus. Und da müssen wir dann konsequent auch bleiben. Das heißt, wir legen uns das jetzt hier nicht bei 9 an, sondern bei 8. So. Ihr könnt es auch mit der Hand ausschneiden, dann ist es natürlich gut, wenn ihr es
gefalzt hat. Also bei 8 cm anlegen und jetzt nehmen wir die Schneideklinge und fahren nur, ich fange jetzt mal unten an, bis zu dieser ersten Falzlinie. So, also bis hier. Hier hören wir auf. Und damit ihr was seht, hier oben genauso, von oben bis zu dieser Falzlinie. Man kann es auch umständlich machen, ne? Also, so sieht es jetzt aus. Das ist unsere Klebelasche. Und das machen wir jetzt auf dieser Seite auch. Wir drehen es also um. Das Eingeschnittene ist jetzt hier. Und legen das auch wieder bei 8 cm an. So. Und schneiden auch nur bis zur querenden Falzlinie, nicht weiter. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr einen Ticken eher aufhören. Und unten genauso. Das seht ihr jetzt, glaube ich, gar nicht, ne? Ich habe vergessen, euch das hochzuschieben. Also wir haben es jetzt genauso gemacht wie vorher auch. Fahre ich wieder raus, dass ihr was seht. So, und jetzt könnt ihr das entweder mit der Schere oder auch mit dem Schneidbrett abschneiden. Das heißt, hier müssen wir jetzt wieder bei 9 anlegen. Also die eingeschnittenen Dinger sind jetzt hier, ne? Und dann fahren wir mit der Schneideklinge, ich fange von unten an, bis zur ersten Falzlinie. So. Und dann lassen wir die Mitte aus und machen das von oben auch bis zur Falzlinie. Und dann müsste euch das hier quasi von alleine rausfallen. Und überbleibt jetzt dieser eine Zentimeter. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Das können wir ja noch verwenden für, was weiß ich, irgendwie Etikett oder sowas. Also bei 9 cm wieder anlegen. Also hier sind die eingeschnittenen Sachen schon, ne? Immer darauf achten, dass es richtig anlegt. Und dann wieder nur bis zur ersten Falzlinie. Dann Pause machen und dann von unten. So. Also. Haben wir wieder was Reste. Tun wir gleich mal zur Seite. Ich habe da jede Menge Reste. So. Und jetzt haben wir dieses Grundgerüst. Jetzt legen wir das Falzbrett erstmal weg. Wir brauchen das dann schon nochmal, aber wir machen das alles jetzt Stück für Stück. Dann nehmen wir uns eine Schere. Also ich mache es immer so, dass ich mir diese Klebelaschen so leicht anschräge. Das lässt sich dann einfach sehr viel komfortabler verkleben. Wenn es mal nicht auf den Millimeter genau passt, dann hat man da keine hässlichen Überstände. Und jetzt hier auf der anderen Seite natürlich auch. So. Also ich gebe euch auch den Tipp, schaut euch, wenn ihr Bastelvideos habt, die erstmal von vorn bis hinten richtig an. Weil manchmal, mir geht es zumindest so, und ich denke auch in anderen Bastelvideos ist es manchmal so, dass einem am Ende auffällt, man hat was vergessen. Man hätte es ein bisschen anders machen können, da wäre es komfortabler gewesen, so wie eben gerade, ne? Und dann könnt ihr das einfach schon gleich beim ersten Nachbasteln viel besser machen. So, jetzt nehmen wir uns ein Falzbein und wir haben ja jetzt hier dieses Tal und hier ist der Berg. Also wir legen uns das Tal nach unten und fahren jetzt alle Falzlinien einmal kräftig nach. Da lässt sich das dann einfach viel, viel besser zusammenkleben. So. Wir kleben das aber nicht gleich zusammen, sondern wir werden das erst dekorieren. Das ist nämlich wesentlich einfacher, wenn wir das noch nicht als zusammengeklebte Schachtel haben. Also das ist jetzt unsere Grundschachtel da, gefühlt. Wir gucken mal, habe ich richtig gemessen? Das Teil passt rein, perfekt. So, als erstes können wir uns die Innenseiten verzieren. Und auch die Außenseiten. Und
Da bringen wir uns dann auch gleich noch eine kleine Vorrichtung an. Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so wirklich ersichtlich, wofür. Aber ich stelle ja dann so eine Art Deckel mit dem Mechanismus drauf, obendrauf auf die Box. Und der soll natürlich also ganz knapp an der Oberfläche einfach enden, damit dieser Druck aufgebaut werden kann für die Konfetti-Schleuder. Jetzt habe ich mir aus schwarzem Moosgummi, ihr könnt auch eine andere Farbe nehmen, wenn ihr das habt, oder ihr nehmt ein paar Schichten Farbkarton und klebt übereinander. Und ich habe hier die bestickten Rechtecke genommen und habe mir das ausgestanzt. Ich wollte eigentlich erst eine Handstanze nehmen. Da gibt es ja so ein schönes schmales Etikett, das wäre auch gegangen. Aber der Moosgummi ist zu dick, der geht da nicht rein. So, und wenn ich das jetzt hier reinklebe, ich messe das dann aus, es muss einen Zentimeter unter der Oberkante anliegen, deswegen zeichnen wir uns das dann ein. Und es muss auch nicht über die ganze Fläche sein. So. Und wenn wir dann die Box, oder diesen Deckel, sieht dann aus wie ein normaler Deckel von einer Explosionsbox, nur ein bisschen kleiner, dass er reinpasst, da drauf stellen, dann endet der also hier. Der steht dann auf diesen Kanten von diesem Moosgummi und kann dann nicht weiter runterrutschen. So will ich sicherstellen, dass der Mechanismus funktioniert. Also ich hoffe, dass das so ist, wie ich mir das ausgedacht habe. Also, Moosgummi oder mehrere Schichten Farbkarton übereinander. Irgendwie, ich habe jetzt schwarz gewählt, weil ich glaube, das sieht am neutralsten und nicht so hässlich aus, wenn ich das jetzt hier reinklebe. Aber erst kommt Designerpapier drauf. So, jetzt gucken wir mal. Also, für innen hatte ich mir ja das hier vorgestellt, weil ich finde, wenn hier eh schon Streifen sind, fällt der Streifen auch nicht so doll auf. Wobei ich glaube, das ist ja für ein Kind, dem fällt das gar nicht auf, aber der Mama vielleicht. Und die schneide ich mir jetzt mal zu. Das ist übrigens Designerpapier jede Menge Muster. Das gibt es nicht mehr. Aber entweder habt ihr noch Restbestände oder ihr habt ein anderes schönes Papier, was dafür passt. Ich fand, das passt jetzt ganz gut. Und das schneide ich mir jetzt zu. Und wir brauchen hier ein Maß. Wir messen jetzt mal. Ich lege mal die Dinger hier wieder zur Seite. Also wir haben ja hier 9x9 und normalerweise mache ich 8,5 mal 8,5. Ich bin aber überlegen, ob ich aber ein bisschen weniger Lücke lasse hier, weil das dann auch außen vielleicht schöner aussieht, weil wir diesmal außen keinen Deckel haben, der diesen Rand verdeckt. Ich weiß es noch nicht. Also ich würde jetzt tatsächlich hier mal, weiß nicht, ich würde mal was total krummes nehmen. 8,6 mal 8,6. Ein Millimeter kann manchmal schon viel ausmachen. So, und da schneide ich mir jetzt diese Teile mal so zusammen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt mal die Seitenteile geschnitten. So habe ich mir das vorgestellt. Und für die Mitte habe ich mal auch eins geschnitten. Also das ist aus diesem Regenbogenpapier. Und ich dachte jetzt farbkonzeptmäßig, ich lasse jetzt tatsächlich mal hier auch diese gleichen Töne. Sonst hätte man halt dann andersrum. Das mit dem gelbe-orange, das sieht bestimmt auch hübsch aus. Habe ich jetzt hier schon jede Menge Designpapierreste. Und die klebe ich mir jetzt auf mit Flüssigkleber. Das lasse ich jetzt einfach mal, ohne dass ich quackere, still mitlaufen. So, fertig. Jetzt haben wir das eingeklebt. Jetzt lassen wir das erstmal trocknen, bevor wir das hier einkleben und widmen uns erstmal der anderen Seite. Und ich schaue jetzt mal, ob mir diese Abstände hier gut gefallen. Aber ich finde, das sieht gut aus. Das heißt, ich schneide mir jetzt das Designpapier für draußen auch in den gleichen Maßen zu. 8,6 mal 8,6. Wir sehen uns sofort wieder. So. Und die klebe ich mir jetzt auch auf. So. Und da können wir dann hinterher auch gleich die Dekoration mit den Stickern machen. Aber erst wird geklebt. So, jetzt ist es fertig, also innen drin. Sieht es halt jetzt so aus, ne? Wenn man es dann auf. Es klappt ja nicht auf, ne? Aber man sieht es, dann sieht es so aus. Und außen. Im Moment noch so. Also.
Jetzt habe ich natürlich hier jede Menge Autos, aber ich möchte eigentlich nur die Baufahrzeuge passend zu dem hier. Da sind ja auch ein paar drauf. Ich hatte schon mal ein Projekt, wo ich das gebraucht habe. Da habe ich so Springwürfel für meine Neffen gemacht. Schon über ein Jahr her. Und da waren auch Autos drauf. So, und jetzt beachte ich halt immer, dass dann die Box ja so da steht. Das heißt, hier kann ich die Aufkleber so hinkleben, dass ich sie sehe. Nicht, dass die dann auf dem Kopf sind. Also gut, vielleicht findet das ja ein Kind witzig. Kann ja sein. So. Aber eigentlich soll das ja schon, jetzt schaue ich mal, so aussehen, dass das, dass man das erkennen kann. So, gucken wir mal, wie viele ich hier da drauf verteile. Ich will es auch nicht so weit oben hinmachen, weil ich jetzt noch nicht genau weiß. Seht ihr, ich habe schon Fehler gemacht. Ich habe den Deckel noch nicht angeklebt. Jetzt machen wir erstmal die Deko fertig. Weil ich jetzt noch nicht weiß, wo der Deckel sich öffnen lässt. Jetzt gucke ich mal, was habe ich hier? Ich habe noch ein grünes Fahrzeug. Seht ihr? Jetzt geht's schon los. Also, wenn ihr noch nie angefangen habt zu basteln, dann erst den Deckel dran. So. So, ich lasse das jetzt erstmal so und überlege dann hinterher, ob ich vielleicht da noch ein bisschen was drauf mache. So. Also, wie gesagt, jetzt habe ich vergessen, den Deckel anzukleben. Das heißt, ich lege das jetzt kurz zur Seite und schau mal, wo ich mir den Deckel So, jetzt anklebe. machen wir Den Deckel, den ich natürlich vergessen habe, vorher einzukleben. Bin jetzt halt am Überlegen, ob ich das hier irgendwie irgendwo, wenn ich Papier hier oben noch nicht so richtig angeklebt habe, ob ich das nochmal anhebe und das dann drunter klebe. Also, als erstes falzen wir. Wir haben ein Stückchen 12x12. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache den Deckelrand so 1,5 und deswegen falzen wir bei 1,5 rundherum. So. Bis jetzt ist es ja noch so wie ein normaler Deckel. Und dann würde man den einfach zusammenkleben und gut ist. Heute machen wir es ein bisschen anders. Das ist auch Premiere für mich. Wir schneiden uns das erste Mal diese Ecken hier weg. Und zwar schneiden wir da diese Falzlinie am besten weg, dass man die dann nicht mehr sieht. Also immer nur schön die Ecken wegschneiden. So, zack. Jetzt befürchte ich natürlich, dass das in keinen Ecken ab runter reinpasst, weil das Papier einfach, na, nicht zu, also nicht so viel Fläche bietet, um das da reinzustecken. Ich kann das mal probieren, ob ich so ein Teil habe. Nee, leider nicht. Bietet nicht genügend Fläche, weil das hier stört, dass ich das kann ich nicht komplett reinstecken. Also, wir brauchen auf alle Fälle eine Lasche hinten zum Einkleben. Da zoomen wir uns jetzt eine Seite aus und die schräge ich an. So. Und den Rest hätte ich eigentlich schon gern abgerundet. Sieht irgendwie ein bisschen doof aus, ne? Das müsste ich halt jetzt mit der Hand machen. Naja, dann machen wir das halt mal. Wird halt dann nicht überall gleichmäßig, aber na gut. Jetzt habe ich hier erstmal die Schnipsel, die gehen erst einmal weg. So. Dann habe ich mir hier schon Designpapier in 8,6 mal 8,6, so wie vorhin. Das klebe ich mir erstmal auf. In der Mitte. Dann widmen wir uns gleich den Seiten.
Ich will da jetzt gar nicht so viele unterschiedliche Designpapiere verwenden. Ich mache jetzt innen drin auch noch eins, weil der Deckel ja zum Hochklappen ist und dann sieht man ja das Innenleben. Soll ja auch hübsch aussehen, ne? So. Jetzt würde ich diese Seiten hier schon mal bekleben wollen. Also ich habe mir jetzt diese Streifen da geschnitten. Ich würde mir die auch abrunden an einer Seite. Also analog zu dem Farbkarton. Es wird halt jetzt nicht perfekt. Ja, sieht halt so aus, ne? Dann müsst ihr aufpassen, dass ihr die richtigen Seiten abrundet. Ups, das war jetzt eher ein Dreieck. Das könnte auch ein bisschen besser werden hier. Oh, was schneide ich denn hier für Ecken rein, ne? So. Das würde ich jetzt erstmal hier schnell aufkleben. Weil mit den Seiten mache ich eigentlich nicht viel, außer dass ich das in die Schachtel stecke will. So. Die habe ich übrigens angepasst. Die sind von der Länge her sind die damals übrig geblieben. Das sind 8,5 und mal 1,1 habe ich da genommen. Da müsst ihr euch immer ausmessen, wie groß eure Deckellaschen sind sozusagen. Und euch dann entsprechend das Designpapier in Ticken kleiner machen. So, das kann ich jetzt innen auch noch machen. Also auch nur an den einen beiden Seiten, weil an dem anderen, das muss ich nämlich nochmal schauen. Die eine Seite muss ich nämlich erstmal einkleben in die Box. Und die andere Seite, da kommen Magnete hin. Und die möchte ich natürlich verdecken mit dem Designpapier. So. Hätte ich natürlich auch schon vorher machen können, ne? Habe ich jetzt total verschwitzt, weil ich ja eine Explosionsbox normalerweise anders baue. Und nicht so. So, also ich möchte jetzt einen Magnetverschluss. Wenn ihr einen anderen Verschluss haben möchtet, wenn ihr das zum Beispiel komplett reinstecken wollt vorne, dann braucht ihr das ja gar nicht. Ich hätte jetzt gerne einen Magnetverschluss. Ich mache es immer ein bisschen komplizierter. So, und jetzt muss ich mal gucken, wenn ich das jetzt hier reinkleben wollte. So. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das Designpapier hier ablösen kann. Ob das geht, ohne dass ich es zerruppe. Weil ich habe ja den Kleber nicht ganz an den Rand gemacht. Aber ich muss ja doch ein ganzes Stück rein. So, ich habe es jetzt mal abgelöst. Es ging tatsächlich. Und ich habe jetzt hier doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Ein ziemlich starkes. Und hier jetzt muss ich das hier schön reinkleben. Oh Gott, ich hoffe, es ist meine Rübe nicht im Bild. So ist das eigentlich gedacht. Von außen sieht das jetzt so aus. Ja, perfekt. Und dann bringe ich mir jetzt hier auch nochmal doppelseitiges Klebeband an. Na, zack. Dann nehme ich mir mein Piki und ziehe noch die Folie ab.
Und Mach hier oben am Designpapier noch ein bisschen Flüssigkleber hin, dass das wieder gut hebt. So. jetzt kleben wir das wieder hin und sieht hoffentlich so aus, wie nichts passiert, außer dass mit der Kleber rauspatzt, ist ja klar. Also wenn was schief geht, dann haben wir gleich mehrere Sachen. So. Passt. So, jetzt muss das erstmal, also jetzt haben wir hier die Schachtel mit dem Deckel dran. Da werde ich jetzt auch noch mal hier das Papier ein bisschen ablösen müssen. Ich habe nämlich so kleine Magnete, solche ganz kleinen. Und da brauche ich dann sozusagen erstmal zwei. Und die müssen ja hier hin. Also man könnte es natürlich auch draußen lassen, dann sieht man es. Aber ich will ja gar nicht, dass man das sieht. Das heißt, ich mache das jetzt hier genau so, dass ich mir das Papier ablöse. Wie das halt immer so ist. Und dann mache ich mir jetzt hier noch Flüssigkleber wieder dran. Dass das hier wieder festgeklebt wird. Auch auf die Magneten ein bisschen. Hoffen wir mal, dass hier nicht wieder was rausgebatzt kommt. So, also ein bisschen sieht man jetzt natürlich die Magneten unten drunter. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, ne? Die sind ziemlich schlank, aber es lässt sich trotzdem nicht vermeiden, wenn man genau hinguckt, dass man die sieht. So. Ich lasse das jetzt mal. So, jetzt brauchen wir natürlich drei Magneten an der Gegenseite. Ich mache das gerne so, dass ich die hier oben drauf fluppen lasse. Die suchen sich ihre Position schon. So. Die anderen muss ich jetzt erstmal wegpacken. Zack. Und die kriegen natürlich alle so einen Klebepunkt. Ein bisschen tricky, dass die einem nicht mit wegflutschen. So. So. Nein, du sollst da drauf bleiben. So. Also seht ihr, die haben sich ja jetzt ihre Position gesucht auf ihrem Gegenstück. Und ich habe jetzt oben drauf. Und jetzt klappe ich das einfach hier so drauf. So. Und jetzt kann ich die mit abziehen und habe dann die Magnete hier. War es ein bisschen ungünstig, dass es so weit oben ist, aber sie heben, ne? Blub, es macht zu. Das ist ja der Effekt, den ich haben will. So, jetzt habe ich mir hier überall vom Rand für diesen Einsatz mit dem Mechanismus 1,2, also von hier oben 1,2 abgemessen. Da möchte ich jetzt diese Teile dahin kleben. So. Und das probieren wir jetzt mal mit Flüssigkleber. Ich denke, da brauche ich ein bisschen Geduld. Das wird nicht gleich sofort haften, weil das ist ja kein Papier. Das ist ja.
so Schaumstoff. Ich weiß auch nicht so richtig, was der Kleber jetzt mit dem Schaumstoff macht. Ob das irgendwie das Material angreift. Keine Ahnung. So, das mache ich jetzt mal rundherum. Und hoffe, dass das dann so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe. So. So, jetzt habe ich das überall mal eingeklebt. Ich will da noch gar nicht so viel dran rumfummeln. Ich klebe das jetzt zusammen. In den sauren Apfel muss ich beißen, dass man jetzt natürlich, wenn ich das zusammenklebe, hier diese Ränder sieht. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, weil man ja von oben drauf guckt und es nur an einer Seite ist. Also immer schön parallel sozusagen. Andernfalls hätte man die Schwierigkeit gehabt, dass man es erst zusammenklebt und dann hier irgendwie versuchen muss, dieses Designpapier einzukleben. Da kann man jetzt das so oder so sehen, wie es besser ist, ne? Ich bringe mir jetzt hier auf diesen Laschen doppelseitiges Klebeband auf und dann kleben wir das zusammen. So, ist aufgebracht. Das heißt, ich suche mir jetzt mal eine Seite aus. Die hier. Wo ich mir mal diese Schutzfolie abziehe. Das mache ich am besten auch gleich an beiden Seiten. Na. So. Und jetzt schaue ich, dass ich das hier Kante auf Kante nehme. Hier so. Und auch hier drüben, ich mache das halt so ein bisschen hier rein und halte das dann hier so schön aneinander und dann lasse ich los, dass man hier so einen schönen Abschluss hat. Ist doch ganz gut geworden, ne? Und jetzt entferne ich mir natürlich hier noch die Schutzstreifen von der anderen Seite. Und wenn ich dann hier so Überstände habe, hier, so, dann klappe ich mir das um. Und ja, jetzt wird es ein bisschen tricky, weil das ja hier schon zusammen ist, ne? Das heißt, ich schaue, dass mir die beide hier drin sind. Ja. Also ich mache es bei der einen Seite und dann gleich bei der anderen. Schön die Kante auf Kante hier und dann festdrücken. Also wenn ihr ein schönes, stabiles, festklebendes Klebeband habt, ein doppelseitiges, da ist es super, weil das muss ja ein bisschen was aushalten, ne? So, jetzt ist die Box fertig. Ich möchte das also, dann wird das, man kann es natürlich hier außen lassen, ne? Aber das sieht ja doof aus. Ich wollte das hier reinmachen. Was habe ich denn hier dran? So, zack. Und das hier, na, mit dem Magneten zumachen. So. So. Ich weiß jetzt nicht ganz, warum. Oh, wegen den Dingern hier, ne? Sind die Laschen zu weit? Okay. Dann vielleicht doch so. Müsste man hier vielleicht auch noch einen Magnet hinmachen. Würde gehen. So, aber dann kann ich den Deckel hier aufmachen und der Mechanismus kann arbeiten. So. Ich habe gerade nochmal probiert. Ja, das kriegt man schon hin, dass das fast schließt. Ich würde dann eh nochmal eine Schleife oder sowas drum machen. Und dann macht man so auf. Zack. Also ich bin gespannt, ob das klappt. So. Dann haben wir die Box schon mal fertig und als nächstes basteln wir dann
diesen Einsatz und den eigentlichen Mechanismus. So, weiter geht's jetzt mit dem Einsatz. Also, als erstes machen wir mal diesen Ständer, sagen wir mal. Diese Haltevorrichtung. Und danach widmen wir uns natürlich der Konfettischleuder selber. Das Stück hat jetzt, jetzt muss ich rechnen, 10,9 mal 10,9. Und ich habe jetzt 1 Zentimeter eingerechnet als Kante sozusagen. Also wir falzen uns jetzt rundherum bei 1 Zentimeter. Und die Grundfläche, die hat dann sozusagen 8,9 mal 8,9. Ich habe es ein bisschen kleiner gewählt, damit es halt in die Box reinpasst. Und ich hoffe, das klappt auch so. Genau. So, jetzt machen wir das natürlich so wie vorhin, dass wir halt diese Ecken nicht rausschneiden, sondern wir machen jetzt hier einen Schnitt und können uns das auch gleich anschrägen. Das wäre quasi so, wie wenn wir einen normalen Deckel basteln für so eine Box. Nur, dass das jetzt innen drin ist. So, ich mache das, also ihr könnt das jetzt natürlich gegenüber machen. Ich mache es jetzt einfach so. Einfach immer eine Seite drehen. Einschneiden hier in der Ecke und ein bisschen anschrägen, weil das finde ich immer sehr gut. Beim Verkleben ist das sehr dankbar, dass es nicht auf einen Millimeter ankommt. So. Und das machen wir jetzt rundherum. So, nehmen wir die letzte Ecke und so. Das ist das. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich hier so ein bisschen Lasche einbauen. Also eigentlich hatte ich mir gedacht, eine Lasche, wo man dann sieht, man kann das hier noch hochziehen. Ist ein bisschen schwierig, weil ich ja erstmal den Mechanismus aufkleben muss und ich nicht so wirklich weiß, wo der landen wird. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich das so mache, dass ich den Mechanismus hier auf dieses Designpapier klebe und danach das Designpapier erst hier drauf. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber wir können uns das jetzt hier schon mal einen nachfalzen. Das ist halt heute alles ein bisschen, ich sag mal, unkoordiniert. Normalerweise mache ich es ja so, ich habe schon das Objekt einmal gebastelt. Dann kann ich es euch zeigen. Dann kann ich die ganzen Kinderkrankheiten, die beim Basteln so entstehen, ausmerzen. Dann kriegt ihr sozusagen die perfekte Anleitung, wie ihr es machen könnt. Das ist jetzt natürlich bei den Projekten, wo man nichts vorgebastelt hat, nicht so. Das heißt, ihr seht jetzt, wie das normalerweise hinter der Kamera so am Basteltisch so abläuft. Jetzt haben wir hier die Box. Ich habe da vorhin schon mal den Namen drauf geschrieben von dem Kind. Der Bagger ist schon drin. So, und ich möchte jetzt nur mal ausprobieren, ob das tatsächlich da reingeht. Weil jetzt kann ich ja noch, bevor ich da irgendwas verziere, kann ich ja noch korrigieren und vielleicht ein kleineres Stück schneiden. Ich will nur wissen, ob das grundsätzlich da reingeht. Oder ob es zu groß ist. So, jetzt ist das fest drin. Also es geht tatsächlich so. Und es geht auch nicht weiter nach unten, wegen diesen Teilen, die wir hier an der Seite angeklebt haben, diese Schaumstoffteile. So soll das sein. Hier ist dann der Mechanismus drauf, der hat Druck. Muss er ja, sonst tut nichts rumschleudern. Und wenn wir es dann aufmachen, dann, ich weiß nur nicht so richtig, ob die Magnete das halten. Wir werden sehen. Bin noch nicht so ganz glücklich hier mit der Optik. Keine Ahnung, ob ich das noch ein bisschen ändere. Genau, das haben wir jetzt probiert. Das heißt, die Maße passen. Und jetzt machen wir uns als nächstes an den Mechanismus. Und zwar habe ich dann hier ein Stück
Ich nehme jetzt Farbkarton. Also es sollte was Stabiles sein. Weil der muss ein bisschen was aushalten, ein bisschen Druck. Der ist jetzt 16 cm lang und 6 cm breit. Und den falzen wir uns jetzt. So, ich randaliere. Also, das legen wir mal zur Seite. Und die Schnipsel hier auch. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann falzen wir uns den einmal an der kurzen Seite anlegen bei 1,5. So. Und falzen. Und das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. 1,5. Ne? So sieht das jetzt aus. Und jetzt legen wir uns das an der langen Seite an. Und da falzen wir einmal bei 2 cm. Dann bei 6 cm. Schön anlegen hier. Dann bei 10 cm. Und bei 14 cm. So. Das sieht jetzt dann so aus. Und jetzt schneiden wir uns das ein bisschen ein. Also, diese Ecke hier, diese beiden, die schneiden wir weg. So, wir machen das jetzt mal einfach so, damit es für euch nicht zu verwirrend ist. So, und das machen wir auf der anderen Seite auch. So, und das, was hier übrig bleibt, das sind Klebelaschen. Das heißt, wir schrägen uns das an. So. Und so. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen in der Kamera. Bei einem dunklen Farbkarton ist das ja ein bisschen schwieriger. Und das machen wir uns auf der anderen Seite auch. So. Und hier noch. So, das können wir uns hier auch so leicht anschrägen. Sieht dann vielleicht hübscher aus. So. Zack. Zack. Das wird nämlich dann auch verklebt und dann guckt dann vielleicht nichts an der Seite raus. Das wollen wir ja nicht. So, also das ist jetzt das Grundgerüst. So sieht es aus. Jetzt räumen wir mal hier die Schnipsel weg. Und dann machen wir gleich weiter, indem wir das alles nachfalzen. Dann brauchen wir das Falzbein. Und dann falzen wir uns das alles einmal nach. So, diese Maße habe ich jetzt aus der Anleitung von Stempelitis. Aber ich meine, dass die Maße sich bei den anderen Videos, die es dazu gibt, meistens ist das ja ein Mechanismus, der in einer Karte angewendet wird, nicht groß unterscheiden. So. Okay. Jetzt wird geklebt. Das ist ja ein Mechanismus und der soll jetzt natürlich ein bisschen verstärkt werden. Das heißt, ich bringe mir hier auf den Laschen, also da, wo man sie nach innen klappt, Kleber auf und dann wäre das hier angeklebt. Einen richtig schönen starken Kleber.
Gut, das sollte dir bei Sachen, die viel aushalten müssen, Boxen, also Verpackungen oder solche Mechanismen, immer einen guten, starken Kleber haben. So, und jetzt kleben wir uns das einfach hier alles schön an. So. Und auf der anderen Seite ganz genauso. So, da habe ich ein bisschen einen Kleber, der da rausgeguckt hat. Den machen wir schnell weg. So, also jetzt haben wir das hier. Das kann jetzt schön anziehen. Und für den Mechanismus brauchen wir jetzt noch Löcher. Und wir brauchen dann Gummis. Also das zeige ich euch vielleicht mal am Anfang. Ich muss jetzt mal gucken in meinem Chaos, wo hier die Gummis liegen. So. Also ich habe jetzt solche, ich weiß gar nicht, ob das Haargummis sind. Kann schon sein. Also ich habe das mal für eine Windeltorte gebraucht. Ich glaube, Blumenbänder haben so eine ähnliche Größe. Oder ihr schneidet euch ein Gummiband zurecht. Ich nehme jetzt halt einfach mal schwarz. Das fällt vielleicht nicht so auf. So, ihr könnt ein Gummiband auch in der Größe zusammen zurechtschneiden, wie ihr das braucht. Ich hatte mir eigentlich hier schon eins verknotet. Ich muss nur mal gucken, wo ich das habe. Hier liegt wieder alles durcheinander. Na, ich finde es jetzt nicht. Es ist so klein, dass es wahrscheinlich auf dem Tisch hier irgendwo verschütt gegangen. Macht nichts, machen wir nochmal. Und die halten ja schon ein bisschen was aus. Die sollten halt nicht zu lang und nicht zu kurz sein. So, also ich hoffe, die Länge passt so. Ich lege mir jetzt halt diesen einen Gummi hier durch den anderen durch und dann schiebe ich das eine Ende, ich hoffe, man kann das gut sehen, durch diesen Gummi durch, also dass man, ne, hat nicht geklappt, nochmal. Ich will die Gummis miteinander verbinden. So, jetzt. Also, dass die Gummis miteinander verbunden sind. So, also ich habe natürlich keine Ahnung, wie lange diese Gummis aushalten. Ich hoffe, lang genug, damit der Mechanismus funktioniert. Das brauchen wir dann. Und jetzt nehme ich mir meine, was ist denn das? Eine Stempelmatte. Also eine weiche Unterlage, Schaumstoffunterlage oder so. Und dann nehme ich mir ein. Wo habe ich jetzt mein Pixie da? Pixie. Wir brauchen nämlich Löcher. Ich fahre euch mal rein. Ein bisschen weiter rein, dass ihr mehr seht. So. Also. Wir brauchen einmal hier zwei Löcher. Und wir brauchen einmal hier zwei Löcher. Also ein bisschen von dem Rand weg und möglichst genau auf der Falzlinie. Wenn ihr jetzt einen Locher habt, zum Beispiel, der so ganz kleine winzige Löcher macht, könnt ihr das auch nehmen. Ich nehme jetzt einfach so einen Pik, seht ihr das? So. Ja, so ein bisschen reinversetzt. Und das gleiche hier. So. Ob ich jetzt die Hülle? Ich bin halt chaotisch da. So. Also, so sieht das jetzt aus. Jetzt nehmen wir uns die Schere und schneiden das vom Rand hier rein bis zum Loch. Das ist nämlich die Vorrichtung, wo wir den Gummi einhängen. Deswegen muss der Karton auch ein bisschen fester sein, also Farbkarton, nicht so diesen normalen weißen Karton, dann den extra stark nehmen zum Beispiel, damit es das was aushält, ne? Und der Gummi, der wird dann quasi hier eingespannt. Also quasi so hier rein. Dann habt ihr das hier auf der Unterseite. Okay, wir können es natürlich so machen, dass es ein bisschen mittig ist. So. Und dann wird der natürlich hier auf der anderen Seite auch noch eingespannt.
So. Da müsst ihr jetzt ein bisschen kompliziert hier durchfahren. Ich hoffe, ihr seht das gut. Und den auf der anderen Seite auch in diese Rillen rein. Ja, ein bisschen weiter runter. So. Also. So. Das ist dieser Mechanismus. Und den kleben wir uns jetzt, also den legen wir uns jetzt hier so zusammen. Den kleben wir uns jetzt so da rein. Und wenn der dann fest ist und man den spannt, dann zieht man den nach vorne. So. Ist natürlich blöd, ich muss es hinlegen. So, und dann ist der gespannt. Und wenn die Box aufgeht, dann macht das. Okay. Also, ich fahre euch wieder raus. Das, was wir jetzt noch brauchen, bevor wir das festkleben. Also so ist der natürlich nicht gespannt. Und wir brauchen dafür einen richtig, richtig, richtig guten Kleber. Weil das muss ja richtig was aushalten. Und ich arbeite jetzt in der Kombi. Ich überlege jetzt, ob das der Flüssigkleber aushält oder ob ich so ein richtig starkes Klebeband nehme. Ich schau mal. So, ich habe mich jetzt für Klebeband entschieden. So, ihr seht, das ist schon ziemlich starkes Klebeband. So, wir müssen das jetzt aufkleben. Ich klebe es jetzt zuallererst auf das Designpapier. Und das Designpapier dann mit dem Mechanismus auf das da. Weil ich mir die Option offen halten will, da hier noch zwei Schlaufen rechts und links zu machen. So, wir müssen das aufkleben und zwar in gespanntem Zustand. Also so ist es ja entspannt. So. Und jetzt, also das ist der gespannte Zustand, ganz wichtig. Und da ist sozusagen diese eine kurze Lasche ist dann hier zu mir. Und jetzt klebe ich mir das so in diesem gespannten Zustand hier drauf. Ich schau mal, dass ich möglichst mittig komme. So. Und jetzt dann so richtig festrubbeln, dass das richtig fest ist. Also die Klebestellen sind ja hier in diesem Bereich. Zack. Also, das ist jetzt der Mechanismus. Wenn ich den Deckel jetzt aufhebe, dann macht das puff. So, wir lassen das jetzt mal so entspannt. Ihr seht, das ist jetzt hier festgeklebt. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein kleiner Umschlag. Also, ich mache es mir jetzt sehr bequem und benutze eine Stanzform. Und zwar in der Schneckenpost gibt es eine Briefumschlagstanze. So. Und da benutze ich jetzt dieses Designpapier. Also, das ist ein ziemlich starkes Designpapier. Ich hoffe, das funktioniert. Es sollte nicht zu stark sein, das Papier, denn der Umschlag soll sich ja öffnen. Also von alleine, wenn es auch springt. Wir wollen den ja nicht geschlossen haben. So, und ich stanze mir den jetzt einmal aus und fürs Innenleben, weil es sieht innen so aus, auch nochmal mit diesem Innenleben. Das mache ich mal schnell, bin gleich wieder da. So. Da. Also, wenn ihr so eine Stanze nicht habt, könnt ihr euch natürlich auch einfach hier diese Grundfläche abmessen und hier ein paar Seiten. Das könnt ihr auch euch auch so ganz gut selber zusammenschneiden. Also ich tue das jetzt einmal hier nachfalzen. Da habt ihr nämlich schon solche Falzlinien hier dabei. Wo man das einfach falzen kann. Wir kleben den ja auch nicht zu, der soll ja offen sein. So. Also, das ist schon wichtig, dass der von alleine, wenn das da so macht, dass da das Konfetti rauskommt. Jetzt klebe ich mir noch dieses Innenleben hier rein. So. Weiß nicht. Obwohl, das ist ein bisschen kleiner, ne?
Ist eigentlich Quatsch, wir können es auch so lassen. Benutze ich für was anderes. Ich dachte, das würde vielleicht die Fläche etwas besser ausfüllen. Tut es nicht. Aber das macht nichts. Das ist wahrscheinlich, wenn man wirklich einen Briefumschlag bastelt, dass man dann was reinstecken kann. Ihr könnt euch den ja auch ausstanzen und zusammenkleben. So. Und diesen Umschlag, den kleben wir uns jetzt hier drauf. Also der passt auch glücklicherweise so richtig cool hier drauf. Das heißt, ich bringe mir jetzt hier unten Kleber an. Der muss ja jetzt nicht so viel aushalten. Der muss ja nur ein bisschen Konfetti tragen. Jetzt bin ich noch einmal überlegen. Also Konfetti könnt ihr euch ja ganz einfach selber machen mit einem Locher zum Beispiel. Ich habe natürlich auch noch so vorgefertigte Glitzerteile. Ich würde mal probieren, ob die auch gehen mit Fliegen oder ob die vielleicht zu leicht oder zu schwer sind. Ich weiß es nicht. Dass die nicht fliegen. Das heißt, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Sauerei, bevor wir das einbauen. Ich hole mal ein bisschen was. So, ich habe mal hier so ein bisschen Metall-Konfetti, sag ich jetzt mal, reingefüllt. Wir machen das mal so und bringen diese ganze Vorrichtung auf Zug. Und jetzt schauen wir, wenn ich loslasse, was passiert. Okay, das blöde Papier hat sich bewegt, ich muss es festhalten. Boah! Mist, hier sieht's jetzt aus! Okay, es funktioniert. Ich brauche nichts selber ausstanzen. Ich zeig's euch mal, wie es da unten aussieht. Ich habe heute noch was zu tun mit dem Sauger. Sogar mein Fuß glitzert. So. Kleines Intermezzo. Ich räume mal kurz auf hier und dann machen wir weiter. So, ich habe es mal ein bisschen zur Seite geräumt. Also okay, hier liegt noch ein bisschen was. Es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Genau. Jetzt überlege ich, wie ich das mache mit den Schlaufen. Ich möchte da, dass es was zum Ziehen gibt. Da tue ich mir mal kurz was zurechtbasteln. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mir mal ein Schleifenband rausgesucht. Es ist nicht ganz das gleiche Blau, aber ein bisschen. So. Dafür würde ich jetzt tatsächlich erstmal das hier aufkleben. Und dann brauche ich mein Skalpell. Wir werden gleich sehen, warum. Weil ich denke, das Designpapier selbst ist vielleicht zu empfindlich und geht vielleicht kaputt. Aber wenn ich das durchs Designpapier und den Farbkarton mache, dann ist es hoffentlich stabil genug. So. Also ganz zum Schluss klebe ich das erst zusammen, dass wir den Einsatz haben. Okay. Ich habe hier immer noch Glitter. Also, ich hoffe, das Kind hat Spaß. Ich muss mich dann, glaube ich, zum Staubsaugen anbieten oder so. Wenn die Sauerei dann vorbei ist. Aber lustig ist es auf alle Fälle. So, jetzt nehme ich mir mein Schneidebrett. Also, ich habe so eine Schneidematte und dann habe ich hier irgendwo ein bisschen Skalpell. Die Frage ist nur wo. Ah, da. Ich würde jetzt mal gucken, dass ich das möglichst, es muss ja auch gar nicht irgendwie an
besonders kompliziert jetzt werden hier. Ich mache mir nur hier so einen Schlitz rein. Ich hoffe, das Band passt jetzt dadurch. Doch, ich denke schon. Und auf der anderen Seite mache ich mir, jetzt drehe ich mir mal um, dass ich den Mechanismus da nicht in der Quere habe. Und dann mache ich mir hier noch ein Loch. Ich hoffe, ich bin jetzt durch den Karton. Ja, jetzt mache ich mir die Schlitze ein Ticken größer, damit ich das Band durchfädeln kann. So. Und ich will das Band auch nicht allzu lang werden lassen, weil ich Angst habe, dass das sonst vielleicht im Weg ist. Ich mache mir jetzt hier, ich lege mir das so doppelt. Und versuche das gleich doppelt hier so durchzufädeln. Ich hoffe, das gelingt mir. Wahrscheinlich brauche ich dafür irgendein Hilfsmittel. Das ist jetzt Fummelarbeit. Ich sag's euch. Moment. Ich nehme mir mal mein... Ah, was Besseres. Ich nehme mir das hier. Fahre mir hier das so rein. Ich will es ja nicht kaputt machen, ich will es nur gleich durchziehen. So, das habe ich hier auf der anderen Seite. Wie so eine Art Schlaufe. Und das will ich habe das natürlich viel zu viel abgeschnitten, ne? Das will ich jetzt auf der anderen Seite auch. So. Die Schlaufe soll nicht allzu groß sein. Ich hoffe, die ist allerdings selbsterklärend, dass man den Deckel dann hochheben kann. Also, ich hoffe es. So. Wenn man das dann so hat. Meint ihr, man kapiert das? Jetzt muss ich das hier unten eigentlich nur noch festkleben. Ich muss nur gucken, dass die Schlaufe nicht zu lang ist. Das ist hier schön gespannt. Ich nehme jetzt einfach mal Tesafilm. Das ist ja unten drunter, sieht kein Mensch. Wenn ihr perfektionistisch seid, könnt ihr hier natürlich noch Designerpapier drüber machen. Und ich möchte, dass das jetzt so eine kleine Schlaufe nur ist, die dann hoffentlich beim Mechanismus nicht im Weg ist. So. So. Und die ist auch noch fast ein wenig groß hier. Könnte noch ein Ticken kleiner werden. Und dann kleben wir uns das auch fest hier. Sieht jetzt irgendwie ein bisschen unschön aus hier unten. Ich glaube, ich klebe doch noch ein Designerpapier drauf. Das machen wir gleich. So, habe jetzt aus dem Reststück, was eh noch über war, von dem Briefumschlag, habe ich da nochmal so ein Ding gebastelt, ausgeschnitten und das wird jetzt drauf geklebt. So, jetzt sieht man die Schleife nimmer. Das, was wir jetzt noch machen müssen, sind die Seiten hier zusammenkleben. Und dann ist der Einsatz fertig. Da räume ich mal schnell hier auf, dass es nicht so wild aussieht. So, das mache ich jetzt mit Flüssigkleber. So, wenn da was rauskommt. Das ist jetzt quasi wie wenn wir einen Deckel basteln würden. Und jetzt schauen wir mal, ob das immer noch in die Box passt, so wie ich es zusammengeklebt habe. Es ist natürlich schon ein bisschen ausgebeult. Da muss man halt
also beim Reinmachen ein bisschen gucken an den Seiten. Na, Ecke, geh rein. So. Wunderbar, also. Ja, eigentlich habe ich es jetzt verkehrt rum reingemacht, ne? Jetzt gucken wir gleich mal, ob das mit den Schleifenbändern funktioniert. Es geht. Es muss natürlich so rum rein. Weil wenn wir die Schleuder dann spannen, die sollen ja nach vorne schleudern. Was man hier alles beachten muss, ey. Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, warum ich mir immer so komplizierte Projekte aussuchen muss. So. Naja, weil es mir Freude macht. Geh rein. In die Ecke rein. So, jetzt. So. Und dann spannt man das. Jetzt gucken wir mal, ob der Deckel hebt mit dem Magneten oder ob ich mir die Mühe ganz umsonst gemacht habe. Er hebt. Ist das geil. Aber ich würde trotzdem noch eine Schleife drum machen. Aber hier spannen, ob wir die an den Seiten noch reingestopft kriegen. So. Oder ob das jetzt zu eng ist. Doch, es geht. Es geht. Ist das cool? Ich mache trotzdem eine Schleife drum. Jetzt können wir noch mal gucken, ob man hier vielleicht noch ein paar Autos mehr drauf machen kann. Hört ihr das? So. Und jetzt müssen wir es doch noch mal testen, oder? Muss ich noch mal Sauerei machen hier. Boom. Das heißt, wir machen noch mal was neu. In den Umschlag. Die Reste, die hier noch liegen vielleicht. Zack. Zack, zack, zack. Ich werde dann aber nochmal einen Slow-Motion-Film aufnehmen, glaube ich. Den ich euch am Anfang zeige, damit ihr wisst, was wir basteln. Ne? Und jetzt. Dann macht man das auf. Ich bin begeistert. Ich glaube, sowas muss ich öfters mal machen. Vielleicht nicht so kompliziert, aber naja. Jetzt haben wir das überall. Also ich muss ein bisschen mehr reinmachen. Das waren jetzt nur die Reste von dem her. Also, das war jetzt meine Idee. Ihr seht, mit noch ein paar Kinderkrankheiten, weil ich das ja jetzt sozusagen vor laufender Kamera das erste Mal gebastelt habe. Also das hier gefällt mir nicht so besonders gut. Ich hätte jetzt diese Magnete einfach ein Stück mehr in der Mitte, beziehungsweise diese ganze Kante hätte ein bisschen breiter oder länger sein müssen. Die an den Seiten können ja kürzer sein. Ist ja wurscht. Ja. Aber ich hoffe, dass das euch genauso viel Freude gemacht hat wie mir. Und ihr könnt das ja auch in eine Karte machen, diesen Mechanismus. Ihr müsst ja keine Box damit machen. Oder vielleicht habt ihr so Pizzaschachteln. Oder euch fällt sogar noch irgendeine andere Verwendung ein, in einem Album oder sowas. Dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist natürlich kostenlos und dann drückt auch die Glocke da unten. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Wenn es euch gefallen hat, trotz der chaotischen Anleitung, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen. Und über Kommentare freue ich mich auch immer. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!